So, ich grüße euch. Wir sind mit einem neuen Produkt, einer Hose. Bevor wir zu der Hose kommen, möchten wir erstmal zu einer älteren Hose kommen, nämlich zur Einsatzhose Infanterie. Da haben viele von euch geschrieben, es kann doch eigentlich nicht sein, dass die Einsatzhose Infanterie doppelt so viel kostet wie das Combat Shirt, obwohl es aus der gleichen Bekleidungsserie ist. Hintergrund ist einfach, in der Einsatzhose Infanterie stecken extrem viele Kleinteile, extrem viele kleine Detailfeatures, die einfach vom Aufwand und vom Materialaufwand auch die Hose einfach deutlich teurer machen als das Combat Shirt. Wir haben aber auch verstanden, ihr wollt eine gewisse Balance beim Bekleidungsset und deswegen gibt es jetzt eine neue Hose, das ist die Tactical BDU Trause. Die haben wir hier und das ist jetzt quasi eine Kombi der alten Basic Combat Uniform und der BDU Hose. Wir hatten im alten Bekleidungssystem drei Stufen. Wir hatten die Basic Combat Uniform, die hatte nahezu keine Features, das war einfach nur eine ganz rudimentäre Feldhose. Dann hatten wir die Video-Hosen, die waren als erstes da. Und dann gab es später noch die PCS-Hose mit extremst vielen Features. Die PCS-Hose und auch zu großen Teilen die PDU-Hose wurden jetzt abgelöst von der Einsatzhose Infanterie. Und für die Basic Combat Uniform gab es aber noch keinen Nachfolger. Hier eben auch wieder eine Kombi aus der BDU und der Basic Combat Uniform Hose. Das heißt, die BDU lebt quasi ja, gedanklich oder vom Konzept her in der fortgeschrittenen Fassung weiter in der Einsatzhose Infanterie und zusammen mit den Ideen der Basic Combat Uniform eben auch hier in der Tactical BDU Hose. Die haben wir jetzt hier. Ich möchte euch mal einfach im Detail vorstellen, damit ihr auch seht, wo kann sie weniger als die Einsatzhose Infanterie, wo kann sie mehr. So, hier haben wir jetzt die Rückseite der Hose und da gehen wir es einfach mal Stück für Stück durch. Was die Basic Combat Hose hat, ist ein hochgezogener Rücken. Den kennt ihr schon von der PCS Hose. Wir haben die klassischen Gesäßtaschen der BDU-Hose inklusive des Klettverschlusses und der Dehnfalte, damit auch im Notfall mehr reingeht. Was wir hier sehen, ist der Klettverschluss für die Knieeinschübe, der ist komplett neu. Und hier sehen wir noch eine Naht, die stammt von der Schneeschürze. Die Schneeschürze ist aus einem leichten Polyestergewebe mit einem Schnellverschluss. Und dient, obwohl man es eigentlich Schneeschürze nennt, hauptsächlich dem Schutz vor Staub, Dreck und natürlich Insekten. Im Idealfall packt ihr die in die Socken und dann krabbelt euch keine Zecke und nichts ins Bein. Ja, das ist jetzt eigentlich der hauptsächliche Hosenkorpus. Und jetzt drehen wir das Ganze einfach mal relativ plump. Dann haben wir hier die Front der Hose. Wir haben hier, wie bei den anderen Frontier One Hosen auch, einen stabilen, mit Gurtband unterlegten Messingknopf und wir haben ganz klassische YKK-Zipper. Keine Knöpfung. Was jetzt im Vergleich zur Basic Combat Uniform Hose komplett anders ist, wir haben hier einen Einschub für Kniepolster. Bei der BDU-Hose war es ja so, ihr habt zwar die Einschübe für die Kniepolster gehabt, aber es kamen keine Kniepolster mit, ihr musstet die aus den Isomatten schneiden. Macht man das, dann hat man hier vorne ein Brett und das ist nicht unbedingt ergonomisch. Bei der PCS-Hose hatten wir Pads drin, die waren aber relativ weich. Das hat vielen von euch auch nicht gefallen. Also haben wir die Sache weiterentwickelt. Und jetzt gibt es bei uns, die sind allerdings optional, die sind nicht bei der Hose dabei, diese Pads. Die sind gewölbt, die sind abgesetzt, das heißt, die knicken mit und die formen sich mit. Die werden ganz klassisch von unten in die Hose geschoben. Ihr könnt es hier auch sehen, das ist extrem dicker Schaumstoff, das ist Hartschaumstoff,
Die Innenseite ist aus einem hautfreundlichen Material. Die Außenseite ist 500er Cordura. Das heißt, bis da was durchgeht, ich habe damit schon auf Stein, auf Fels gekniet, gibt es keine Probleme. Ja, ganz klassisch bei einer Feldhose natürlich die Beintaschen. Die Beintaschen sind ebenfalls klassisch gehalten. Wir haben mittig einen Klettverschluss, wenn man mal schnell was reinpacken will. Wenn größere Sachen rein sollen, haben wir auch wieder die Metallverschlüsse. Einfaches System. Und wo wir das Ganze ein bisschen abgewandelt haben im Vergleich zur Basic Combat Uniform, hier haben wir eben klassische BDU-Dehnfalten in der Hose, also in der Tasche der Hose. Ja, zu den Beinen gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Wir haben an einem Bein noch eine kleine Tasche, kann fürs Verbandsbecken benutzt werden etc. Ebenfalls klassische Ausstattung. Und auf der Rückseite der Kniepolster haben wir eben Klett bzw. Klettfinnen, mit denen ihr die Hose, das Hosenbein direkt fixieren könnt, damit ihr das Ganze nicht so sehr verrutscht. Ja, wir haben euch jetzt die Hose ein bisschen im Detail vorgestellt und eine Frage, die sich natürlich stellen wird, jetzt ist diese Hose deutlich günstiger als die Einsatzhose Infanterie, aber sie hat auch Einschiebe für Knieschoner, sie hat nahezu die gleiche Taschenanzahl etc. Wo kommt denn jetzt dieser Preisunterschied her? Der erste Gedanke wäre natürlich zu sagen, naja, klar, billiger das Material. Nein, es ist genau das gleiche Material wie bei der Einsatzhose Infanterie. Um kein Gramm Stoffgewicht anders, kommt von der gleichen Rolle. In dem Fall ist es zum Beispiel Original Pencott Polycotton, direkt von MMI Textiles. Bei der Einsatzhose Infanterie genauso. Es ist der gleiche Flecktarnstoff. Es sind die gleichen Reißverschlüsse. Es sind die gleichen Verschlüsse, also Schnellverschlüsse, die Tankers. Alles das Gleiche. Es ist einfach nur so, die ganzen kleinen Details, die die Einsatzhose Infanterie eben teurer gemacht haben, Innenunterteilung der Oberschenkeltaschen zum Beispiel, solche Sachen, die haben wir außen vor gelassen. Die gibt es bei der Hose jetzt eben nicht. Aber ihr bekommt trotzdem eine eine vollwertige Einsatzhose, die genau das macht, was ihr im Shop seht, die euch gut passt und die euch lange begleiten wird. Einen kleinen Twist haben wir noch bei der Hose anders gemacht und den zeige ich euch jetzt nochmal im Detail. Wir haben bei der PCS-Hose seinerzeit ja 24 Größen gehabt. Wir hatten die Kurzgröße, die Standardgröße, eine lange Größe und eine extra lange Größe. Und das wiederum in 6 verschiedenen weiten Varianten. Das kam bei euch generell gut an. Das war aber irgendwo nicht zu handeln, wirklich auch für euch immer die Größe parat zu haben, die ihr gerade gebraucht habt. Und deswegen haben wir uns eben auch bei der Einsatzhose Infanterie eben entschieden, wieder zurück auf die normalen EU-Größen, ohne die Halb- oder Zwischengrößen zu gehen. Was natürlich das Problem aufwirft, wenn jemand größer ist, aber schlanker, dann hat er entweder das Problem, dass er Hochwasserhosen hat, oder aber er hat Hosen, in denen er schwimmt. Die Sache mit dem Schwimmen haben wir ganz gut dadurch gefixt, dass wir bei allen unseren Hosen einen komplett verstellbaren Bund haben. Das heißt, das kann man ganz schön anpassen. Und die Hosen an sich haben jetzt den Twist, dass sie insgesamt ein paar Zentimeter länger sind. Hier aber bis zur Schneeschürze keine weiteren Features haben. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr etwas kürzer gebaut seid, die Hose einfach nach innen umschlagen und dann ist das kein Problem. Oder man trägt die Hose mit den Hosengummis. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das kürzere Problem. Ich bin jetzt auch nicht der Größte. Ich bin 1,70. Ich kann die Hose ohne irgendwelche Modifikationen tragen. Wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal, wirklich kürzer gebaut seid, 1,55 etc., dann könnt ihr die Hose ganz einfach nach innen umschlagen und dann ist das auch kein Problem mehr. Bei mir mit 1,70 und ich bin ja doch etwas die Statur Kampfzwerg, ist die Hose aber selbst in Größe L noch bequem tragbar, ohne dass ich was an der Hose modifizieren muss. Das war uns einfach wichtig, dass wir einfach sagen, die Hose passt euch auf jeden Fall und ihr müsst keine großen Experimente machen oder euch irgendwie verdrehen,
oder mit irgendwelchen halbgaren Kompromissen leben. Über die Größe der Hose wisst ihr jetzt eben auch Bescheid. Lasst euch davon aber bitte nicht verunsichern. Kauft die Hose einfach nach eurer normalen Größe. Ihr werdet feststellen, sie wird euch passen. Ihr werdet lange Zeit Spaß mit der Hose haben, sie wird euch lange Zeit begleiten. Wenn ihr trotzdem Fragen habt oder wenn ihr mal Probleme habt oder, das sind wir auch ganz ehrlich, es wird irgendwann auch mal wahrscheinlich ein Montagsmodell gegeben haben. Wenn ihr Probleme habt, irgendetwas nicht sauber vernäht ist oder ähnliches, dann meldet ihr euch bei uns und wir lösen das Problem für euch. So war es die letzten 10 Jahre und so wird es auch weiterhin sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Hose und wir sehen uns die Tage nochmal mit einem anderen neuen Produkt. Und zum Thema Pencord kann ich euch mal kurz anteasern, werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal eine Ankündigung machen. Also bleibt dran, bis die Tage. Macht's gut!